Die Spiele des SV Weiden werden Ihnen präsentiert von Physiotherapie Zwick. Wir halten Sie fit für ein bewegtes Leben. Der SV Weiden war Favorit im Auftaktspiel der deutschen Wasserballliga daheim gegen den OSC Potsdam. Doch es war kein gelungener Auftakt für die Weidner unter Regie von Trainer Irek Luschak. Kurz zu den Regeln. 4 Viertel à 8 Minuten, beide Teams mit jeweils 6 Spielern und einem Torwart. Sieger natürlich der, der am Ende die meisten Tore hat. Wer das aber sein sollte, das konnte man lange nicht sagen. Es war ein ausgeglichenes Spiel, hier das 3:3 der Weidner, die in den gelben Badekappen spielten. Es war eine spannende Partie mit vielen Führungswechseln. Kein Team konnte sich so richtig absetzen. Die zwischenzeitliche Führung für Weiden, 4:3 durch Andreas Jahn. Nach 2 Vierteln stand es 5:6 für die Gäste, aber noch waren ja 16 Minuten Zeit. Und der SV kam erstmal zurück, Ausgleich durch Thomas Aigner. Aber dann drehten die Potsdamer auf, oder anders gesagt, im Gegensatz zu den Weidnern nutzten sie ihre Chancen. 26 Minuten vorbei und das zwischenzeitliche 6:8 durch Matteo Dufour. Die Entscheidung dann gut 4 Minuten vor Schluss, das 6:9 der Gäste durch David Kleine, SV-Coach Irek Luschak bedient. Die Weidner kamen zwar noch mal heran, der Treffer zum 7:9 durch Sean King, aber zu spät. Endstand 7:10 für die junge Truppe aus Potsdam und Erklärungsversuche des unterlegenen Gastgebers. Im 4. Viertel haben wir leider die Linie verloren und den Gegner eigenes Spiel abziehen lassen. Und ich glaube, das war eben der springende Punkt, dass wir das Spiel verloren haben am Ende. Auch, muss ich sagen, verdient Respekt an die junge Mannschaft aus Potsdam. Gratulation. Ich hätte mir 2 Punkte gerne gewünscht. Aber man muss 4 Viertel lang im Wasserball spielen und nicht nur 3. Und das war das Problem. Die Saison ist aber noch jung. Die Auftaktniederlage kann man also verschmerzen in Weiden. Nächster Versuch, das Spiel beim SC Wedding Berlin. Das nächste Heimspiel übrigens am 19. November in der Weidner Thermenwelt. Gegner ist da Waspo Hannover. Die Spiele des SV Weiden wurden Ihnen präsentiert von Physiotherapie Zwick. Wir halten Sie fit für ein bewegtes Leben.